Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch eine sehr imposante Villa, die schon lange auf unserer Liste stand. Das Anwesen selbst steht aber geschichtsträchtig weit hinter der dazugehörigen Fabrik. Wem dieses Gebäude also gehörte, woher die Mittel dafür stammten, das und vieles mehr erfahrt ihr alle gleich von mir in den kommenden Minuten. Solltet ihr nach dieser Folge Lust auf weitere solche verlassenen Orte haben, dann besucht uns gerne auf YouTube. Dort werdet ihr noch viele, viele weitere Folgen zu diesem Thema finden. Es lohnt sich also mal vorbeizuschauen und uns auf diesem Wege auch direkt zu abonnieren. Aber nun geht es erstmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex.LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine verlassene Fabrikantenvilla. Schon vor Jahren hätten wir uns gerne dieses große Gebäude angeschaut und euch davon berichtet. Aber so einfach sollte es dann doch nicht werden. Ein Reinkommen war unmöglich, die Geduld über die Jahre hat sich dann aber am Ende ausgezahlt und nun nach so langer Zeit hat es dann doch endlich geklappt und ich konnte euch eine Folge dazu basteln. Das Gebäude selbst ist wohl weniger bekannt als die Geschichte der dazugehörigen Fabrik, die leider längst schon nicht mehr ist. Grund genug, also einmal zurückzuschauen. Dazu beginnen wir wie immer am besten beim Urschleim und widmen uns erst einmal der Firma, ohne die dieses Haus nie entstanden wäre. 1858 von R. Hermann gegründet, entwickelte sich das noch junge Unternehmen vor allem nach der zügigen Übernahme nur 8 Jahre später durch Friedrich Oetler zur größten Brauerei der Stadt. Im Netz liest man von vielen Konkurrenzunternehmen allein innerhalb der eigenen Stadtgrenzen. Wirklich wichtig war aber eher die regionale Konkurrenz, denen man den Kampf ansagte und das recht erfolgreich. Produziert wurde natürlich verschiedenstes Bier, aber auch später Mineralwasser. Sicherlich etwas untypisch als Brauerei, doch der Erfolg gab Oetler recht. Leider starb er schon 1880, vermutlich übernahm sein Sohn Wolfram die Firma. Oetler selbst war verheiratet und hatte mehrere Kinder. Er stammte aus damals noch Knauthain bei Leipzig, was heute längst zur Stadt gehört. Nur 7 Jahre später übernahm vermutlich Wolframs Sohn Armin 1887 die Geschäfte des Vaters und etablierte die Brauerei zur Stadtbrauerei, was wie eine Art Privileg seitens der Stadt klingt. Ob es das auch wirklich war, kann ich nicht sicher sagen, aber es ist schon wie eine Art Ehrung, vielleicht auch wie eine Art Adelstitel für ein Unternehmen gewesen. Armin führte das Unternehmen über die Jahrhundertwende und die schweren Kriegsjahre des Ersten Weltkrieges bis in die goldenen 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. 1920 ging die Brauerei an, ich nenne ihn mal Friedrich Oetler II., damit wir hier nicht durcheinander kommen.
Ob er Armins oder Wolframs Sohn war, war nicht herauslesbar, aber die Firma blieb auch in dieser Zeit in Familienbesitz. Das sollte sich erst einige Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ändern. Insgesamt änderte sich allerdings die Inhaberschaft und ebenso der Firmenname gleich fünfmal, wobei der Familienname nie verloren ging, bevor das Unternehmen als fast schon letzte Ausnahme und eines der allerletzten 1972 aus dem Familienbesitz in Staatseigentum überging. Warum das erst so spät geschah, ist nicht weiter beschrieben. Vielleicht hatte man entweder Angst, dass man die neuen Getränke nicht mehr so gut verkaufen würde, oder man hatte schlichtweg einfach gute Kontakte zu SED und Co. Wie auch immer, als VEB ging es nun weiter und das bis zur Wende, auch wenn zwischendurch 1978 eine weitere Zuordnung zum Dessauer Getränkekombinat hinzukam. Während der gesamten Zeit produzierte man hier verschiedenste Biersorten. Zu nennen sind hier Vollbier oder Karamell, Fest, Stark, Schwarz und Bockbier, egal ob hell oder dunkel, sowie Export und Edelpilz. Damit machte sich das Unternehmen nicht nur viele Trinkfreunde, sondern konkurrierte auch sehr erfolgreich mit regionalen Großbrauereien wie der Köstritzer Brauerei in der Nähe von Gera. Neben Bier produzierte und verfüllte man hier ebenso Mineralwasser mit dem Namen Selterswasser und verschiedene Limonaden wie zum Beispiel den China-Trunk, den Haustrunk und Apfelsprudelbrause. Darüber hinaus stellte man hier ebenso aus eigener Produktion Eis her. Wie üblich gab die DDR für ihre Fabrikanlagen nur wenig bis gar kein Geld aus. Entsprechend war auch in dieser Brauerei der Zustand zur politischen Wende 1990. Da erfolgte übrigens auch die Schließung. Die Anlagen waren einfach völlig veraltet. Man hätte etliche wichtige und vor allem teure Anlagen komplett ersetzen müssen. Undenkbar in dieser Zeit. Das dort produzierte Bier wurde andernorts noch bis 1992 weitergebraut und abgefüllt, bis auch dort Schluss war. Die einstige Brauerei stand zwar als Industriedenkmal unter Denkmalschutz, doch der Abriss kam aufgrund des maroden Zustands bereits in den frühen 2000ern. Auf Google Erde war schon 2008 keine Spur mehr vom einstigen Familienbetrieb. Heute befindet sich dort lediglich ein Parkplatz. Einzig die hier gezeigte Villa ist bis heute noch als letztes Überbleibsel der Brauerei existent. Leider ist über das Gebäude nur sehr wenig zu finden. Sehr wahrscheinlich entstand sie um 1908 für Friedrich Oetler, den Zweiten, so nannten wir ihn ja. Übrigens war dieser neben seiner Tätigkeit als Braudirektor zusätzlich kommissarischer Bürgermeister der Stadt Weißenfels. Was nach der Wende oder auch zu DDR-Zeiten in diesem Gebäude war, ist nicht wirklich bekannt. Vermutlich saß hier die Firmenleitung drinne oder man hat es für andere Zwecke genutzt, vielleicht auch für SED und so weiter und so fort. Vor Ort fanden wir einige alte Etiketten für Brauseflaschen, aber wirklich viel zu sehen gab es im Gebäude dennoch nicht. Vor einigen Jahren sicherte man die Villa extrem gut vor unerlaubten Besuchern. Doch auch das verhinderte nicht, dass es im ersten Stock zu einem heftigen Zimmerbrand kam. Vermutlich führte man anschließend eine Notsicherung durch. Einen Nutzungsplan gibt es aber bis heute nicht. Die Villa steht mit einem riesigen Sack Geschichte im Keller, abgestellt in einer Seitenstraße im Stadtzentrum, ohne Perspektive. Es bleibt also wie allzu oft abzuwarten, was mit dem großen Gebäude in Zukunft geschehen wird. Wir hatten tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, vor allem im Inneren, aber so ist das halt manchmal. Zum Ende interessiert mich natürlich, was hättet ihr aus diesem Gebäude gemacht? Hättet ihr es schon längst abgerissen? Wärt ihr vielleicht aber auch selber eingezogen oder hättet etwas Städtisches, vielleicht einen Ausstellungsort daraus gemacht? Schreibt es mir am besten in die Kommentare. In der Infobox verlinke ich euch noch eine Seite mit vielen interessanten Bildern zur einstigen Brauerei, die es ja so leider nicht mehr gibt.
Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier mitgenommen haben. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat und abonniert uns auf jeden Fall, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Bleibt mir gesund und munter, wir hören uns diese Tage. Bis dahin, macht's gut und ciao. Thank you.